Die Axpo baut auf der höchstgelegenen Großbaustelle Europas eine gigantische Staumauer. Die Mauer ist Teil des neuen Pumpspeicherwerks Limmern. Das Terrain ist für ein Pumpspeicherwerk hervorragend geeignet. Limmern und Mutzee liegen sehr nah beieinander und haben dennoch einen großen Höhenunterschied. Doch der Mutzee ist relativ klein. Für den wirtschaftlichen Betrieb braucht das Werk mehr Speicherkapazität. Deshalb wird das Fassungsvermögen des Sees durch die neue Mauer verdreifacht. Die Staumauer ist über 1 Kilometer lang. Sie wird in 3 Sommern gebaut. Da sich die Mauer nicht wie eine Bogenstaumauer an 2 steilen Bergflanken abstützen kann, hat sie einen dreieckigen Querschnitt. Sie ist an der Basis sehr breit, durch ihre große Masse sehr schwer und damit von sich aus standfest genug, dem Druck des aufgestauten Wassers standzuhalten. Eine sogenannte Gewichtsstaumauer. Doch für die massereiche Mauer braucht man extrem viel Baumaterial. Im Hochgebirge eine große logistische Herausforderung. Die Mauer besteht hauptsächlich aus Ausbruchsmaterial aus den Kavernen. Es wird mit der Bauseilbahn auf den Berg gebracht und deponiert. Allein zum Materialtransport sind über 20.000 Seilbahnfahrten nötig. Von der Zwischendeponie gelangt das Material in die Aufbereitungsanlage. Hier wird es in die erforderlichen Korngrößen gebrochen und sortiert gelagert. Von den Silos gelangt der Kies in die Betonfabrik. Die unterschiedlichsten Betonmischungen können hier automatisch abgerufen werden. Damit steht der Beton für den Mauerbau bereit. Die Mauer besteht aus 68 einzelnen, je 15 Meter breiten Blöcken. Zuerst wurde jeder zweite Block gebaut. Die Wände dienen dann den folgenden Blöcken als Schalung. Durch Aussparungen in den Seitenwänden werden die Blöcke miteinander verzahnt. Vor dem Bau wurde das Gelände etwa 2 Meter bis auf den soliden Fels abgetragen, von Geologen untersucht, exakt vermessen und kartiert. Klüfte und Störzonen im Untergrund wurden mit Spezialbeton verfüllt. Die Blöcke werden in 3 Meter hohen Betonieretappen gebaut. Die Schalungen für die unterste Etappe wurden exakt nach Vorgabe justiert. Der Beton wird von Dampern zum Einbauort gebracht und von mobilen Raupenkränen in die Schalung gehoben. Denn ein voller Betonkübel wiegt bis zu 17 Tonnen und der Kran muss bei dieser Last direkt beim Block stehen. Am Boden der unteren, sehr großflächigen Etappen wurden Kühlschläuche verlegt, da sich der Beton sonst beim Abbinden zu stark erwärmen und reißen würde. Die 3 Meter hohen Etappen werden in 6 jeweils 50 cm starken Schichten erstellt. Der Beton beginnt sofort zu trocknen und muss möglichst rasch verteilt und durch Vibratoren verdichtet werden. Die Zeit ist knapp. Damit sich die Schichten perfekt verbinden, muss nach maximal 2 Stunden die nächste Schicht aufgebracht werden. Trotz der zügigen Arbeit dauert das Betonieren der großen Etappen bis zu 12 Stunden. Die Oberfläche fertig betonierter Etappen wird mit Wasser unter Hochdruck aufgeraut, damit die nächste Betonieretappe perfekt an den Untergrund anschließt. Durch die gesamte Mauer führt ein Kontrollgang. Der Gang erlaubt später Kontrollmessungen und Wartungsarbeiten. Die höchsten Blöcke der Staumauer sind so hoch wie ein 10-stöckiges Haus. Sie werden in 12 Etappen erstellt. Die Etappen bei der Mauerkrone sind extrem schmal und für die Baugeräte ist kaum Platz. Der Kranführer sieht den tonnenschweren Betonkübel nicht.
und lässt den Beton auf Funkanweisung ab. Kurz vor Beendigung der Etappe zieht plötzlich Nebel auf und erschwert die Sicht zusätzlich. Die Baustelle liegt im Hochgebirge auf 2500 Metern Höhe und das Wetter ist auch im Sommer oft unkalkulierbar. Wann im Herbst der Schnee das Weiterbauen nur möglich macht, ist nicht vorherzusagen. Daher steht, wenn es dunkel wird, die Baustelle nicht still. Gearbeitet wird im 24-Stunden-Betrieb. Während im unteren Block die Raupenbagger in die Schalung gesetzt werden, werden im oberen Block die Kletterschalungen für die nächste Betonetappe vorbereitet. Blöcke, an denen nicht gearbeitet wird, stehen wie überdimensionale Burgzinnen in der Nacht. 2013 war das Wetter günstig und der Fortschritt zwischen Frühling und Herbst ist beeindruckend. Im November werden die letzten Etappen des Jahres vor einem beeindruckenden Winterpanorama betoniert. Vor dem endgültigen Wintereinbruch ist der Mauerabschnitt wie geplant fertiggestellt. Der noch fehlende Teil der Mauer wird 2014 gebaut. 2015 entsteht die Mauerkrone. Die Mauer ist dann die mit Abstand längste Staumauer der Schweiz. Musik. 2016 wird der Mozet zum ersten Mal voll aufgestaut. Die von der Staumauer zurückgehaltenen Wassermassen stehen dann bereit für die Erzeugung von Spitzenenergie für die Schweiz. Musik.